Ein Caravan-Massenaufgebot mitten in der Stadt. Exhibitionistische Neuseeländer und völlig verwirrte Japaner. Der ganz normale Wahnsinn in München zur Oktoberfestzeit. Zu Hunderttausenden kommen die Italiener im Caravan zum zweiten Wiesnwochenende nach München. So auch diese Studenten aus Florenz. Und es gibt jedes Jahr das gleiche Problem. Im Moment suchen wir immer noch einen Parkplatz, wo wir die Nacht überbleiben können, aber es ist schwierig. Hier ist ja alles schon voll. Das ist das Problem. Aber erstmal kommen die Jungs in eine Polizeikontrolle. Die Beamten wissen, was in diesen Tagen auf sie zukommt. In Massen sind wahrscheinlich mehr Italiener hier wie Münchner. In welchem Zustand? Ja, jetzt noch. Jetzt noch einigermaßen nüchtern. Einigermaßen nüchtern geht es für die italienischen Studenten in eine Wohnwagenstadt in der Stadt. Über 260 Wohnmobile und ein ganz neues Empfinden von Luxus. Wir sind hierher gekommen, weil es Bäder und Toiletten gibt. Der Campingplatz ist befestigt und sauber und eine kleine Bar gibt es auch. Zur gleichen Zeit 5 Kilometer vor der Stadtgrenze. Eine Gruppe Australier und Neuseeländer nutzt den Shuttle-Service von ihrem Campingplatz direkt aufs Oktoberfest. Die Stimmung ziemlich ausgelassen. Das ist ein deutsches Oberteil. Ich versuche nämlich, wie ein Fräulein auszusehen. Nun, ich bin eine Oktoberfestjungfrau und ich erwarte, dass ich heute ordentlich entjungfert werde. Schon gut angetrunken entern die Touristen von Down Under ein Festzelt und werden nicht enttäuscht. Oh, da seht ihr, die erste Krug-Performance, das liebe ich. Die erste Runde Liter Bier wird bestellt. Doch einer will vor den anderen trinken. Hey, du Idiot, stell das sofort wieder hin. Hier muss man vor dem Trinken erst Prost sagen. Auch die Japaner feiern hier gern mit, doch sie haben ein großes Problem. Wenn sie 3, 4 Mass trinken, sie schlafen schon gut. Die vertragen nichts. Am besten ist ein Mass oder 2 Mass ist der höchste. Jetzt hat er schon eins drin, oder? Er hat schon ein Mass getrunken, gell? Ja. Tetsu Tanimura begleitet seine Landsleute, um sie vor den Gefahren des starken Oktoberfestbiers zu schützen und ihnen den richtigen Umgang mit der Weißwurst zu zeigen. Die Japaner machen auch schon Fortschritte. Bier, bitte. Nach dem Anstoßen drückt beim japanischen Wiesenfreund die Blase. Jetzt heißt es schnell zur Toilette, doch der kleine Mann ist überfordert. Dem Japaner fehlt das entscheidende Enzym, um den Alkohol auch abzubauen. Wie man sieht, reicht hier eine Maß schon aus, um völlig orientierungslos zu sein. Denn das ist ja wohl die falsche Schlange. Doch nach langer Suche findet er dann doch den richtigen Weg. Auch die Australier haben sich für heute viel vorgenommen. Manches ist leicht, manches schwer. Hier zum Beispiel 100 Gläser Bier trinken. Das wird wehtun. Nächster Punkt, kotzen. Das ist nicht schwer. Ich glaube, Matt hat das heute schon gemacht. Tja, und dann ist da noch der Nacktlauf. Es laufen die ersten Vorbereitungen zum obligatorischen Nacktlauf. Doch da haben die Biertouristen aus Down Under die Rechnung ohne die Security-Beamten gemacht. Sie fliegen aus dem Zelt und machen draußen damit weiter, womit sie drinnen angefangen haben. Und ihr hattet wohl Spaß die letzten 3 Stunden. Frag nicht, bislang war irgendwie alles ziemlich okay, aber wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns. Die Australier feiern auch im strömenden Regen weiter. Bis um 23 Uhr das Oktoberfest seine Pforten schließt, trinken sie noch einige Maß. Wie auch die anderen Besucher auf dem Fest, das alle Nationen irgendwie verbindet.